Hallo meine lieben Freunde meines Kanals und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es wieder viele kleine einzelne Telefongespräche, die nicht für ein ganzes eigenes Video gereicht haben. Ich wünsche euch dennoch viel Spaß mit diesen vielen kleinen Telefonschnipseln. Sag, spreche ich mit Herrn Buschmann? Hm. Hier steht der Kaffeebar am Apparat, ich rufe Sie vom Finanzmarkt an. Sie haben bei uns sich angemeldet, ja? Für Onlinehandel. Keine Ahnung, wann denn? Hallo? Ja. Wie bitte? Ja, keine Ahnung, wann denn? Ja, Herr Buschmann, sprechen Sie Deutsch? Ja, und Sie schauen wir nicht. Bitte? Ja, ich habe gefragt, wann denn? Sie haben das gestern gemacht. Ach so. Ich habe versucht, Sie erreichen, konnte aber nicht. Das war immer nicht erreichbar, ja, die Nummer. Hm. Und jetzt meine Arbeit ist hier, Ihnen zu helfen, Ihr Bitcoin-Konto erfolgreich aktivieren. Ja, haben Sie da auch noch eine andere Mitarbeiterin? Ihre Stimme gefällt mir nicht. Warum? Ist so quietschig. Sind Sie seriös? Ja. Okay, Moment bitte. Herr Buschmann? Hm? Hier ist Kontoberaterin Linda Janssen am Apparat. Hallo. Gefällt meine Stimme? Ja, ist besser. Hm. Ist besser? Hm. Ach so, Sie haben Probleme mit Stimme. Ja. Mit Geschmack auch. Hm. Was ist der Grund dann? Ja, einfach so. Einfach so, weil ja. Sie keine Lust haben. Mhm, genau. Okay. Ja, aber ich gehe gerne gern den Callcentern auf den Sack, die illegal arbeiten. Illegal? Ja. Sie kennen uns nicht. Mhm, das ist egal, ihr ruft auf der Leitung hier an, die ist nur dafür da, dass illegale Leute anrufen. Nein, das stimmt gar nicht. Doch, doch, das stimmt, das habe ich extra dafür eingerichtet. Nicht. Doch. Okay. Mhm. Warum betrügt ihr die Leute? Das machen wir ja nicht. Doch, doch. Erzähl mal, ja, warum betrügt... Wie können Sie das überprüfen? Ja, zum Beispiel, dass eure Lizenzen fehlen und so. Wie bitte? Zum Beispiel, dass ihr keine Lizenzen habt. Wie Google-Rezensionen. Ja? Ja, gibt eine Menge Erfahrungen drüber. Ihr bescheißt die Leute, es kriegt keiner bei euch Kapital. Und die 250 Euro, genauso wie das Skript, was ihr da alle vorlest, das ist genau das gleiche, wie alle anderen Betrüger-Callcenter vorlesen. Das ist der beste Beweis. Das stimmt gar nicht, ja? Doch, doch, das stimmt. Uns, ich kann garantieren, dass bei uns die Kunden... Nicht glücklich werden, das ist definitiv der Fall. Nee. Doch, 100%. Doch, auf gar keinen Fall. Bei euch macht keiner Profit, außer aber der Chef. Das ist Ihre Entscheidung. Das ist keine Entscheidung, das ist Wissen. Das ist nicht Wissen, doch, ja? Doch, das ist Wissen. Das ist absolutes Fachwissen. Okay. Ich kann keine Gespräche mit Ihnen, ja, führen, also können Sie auflegen. Ja, wir haben ja schon, weiß ich nicht, wie oft miteinander gesprochen und die quietsche Stimme von vorher hatte ich ja auch schon, weiß ich nicht, 100 Mal auf dem YouTube-Kanal hier. Das war ich eigentlich nicht, von unserer Firma kriegen Sie das erste Mal an. Nee, definitiv nicht, aber ihr habt eine neue Nummer vielleicht von mir, das kann sein. Das weiß ich nicht. Ja, aber ich weiß, dass ihr Betrüger seid, weil ihr schon 1000 Mal versucht habt. Oh Mann, das stimmt gar nicht. Ich weiß nicht, ob Sie schlechte Erfahrungen gehabt haben, vielleicht vorher, deswegen sagen Sie so, oder? Nö, da muss man ja keine schlechten Erfahrungen zu haben. Man braucht aber bis die Augen aufmachen. Ich vermeide ja, die schlechten Erfahrungen zu sammeln. Und auch für viele andere Menschen. Deswegen veröffentliche ich ja den Bums hier. Damit alle sehen, dass ihr Betrüger seid. Wir sind gar nicht, ja? Also, doch. Ich habe Arbeit zu tun. Mit Ihnen kann ich nicht mehr weiterreden, ja? Tja, dann ist es so, aber ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, dir einen ganz schnellen neuen Job zu suchen. Für irgendwas Anständiges. Auf Wiederhören. Und da war die nette Betrügertante dann doch ganz schnell weg. Aber die war auf jeden Fall wieder mal in Diskussionslaune. Genau das ist auch tatsächlich gefährlich, wenn man da Betrüger dran hat, die noch eine Weile diskutieren wollen und Recht behalten wollen. Tja, da kann es natürlich sein, dass der ein oder andere dann aufgrund der Dauer, dass man das Gespräch halt eben weiterführt, vielleicht doch was investiert. Ich hoffe es natürlich jedes Mal, dass das nicht passiert. Aber man weiß es leider nicht. Von daher, teilt gerne die Inhalte und schreibt mal in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ich spreche mit den Herrn Gerd Hochensee mal. Mhm, hören Sie mal. Ich grüße Sie. Und zwar ist hier der Herr Schuber von der Firma Elvexo. Sie sind auf unserer Plattform gestern online gewesen, bezüglich des Investieren im Finanzmarkt. Mhm. Genau, und das, Herr Hohensee, mal wollte ich gerne einmal mit Ihnen gemeinsam durchgehen. Haben Sie denn schon Erfahrung oder sind Sie komplett neu? Ja, also ein bisschen Erfahrung habe ich schon, ja. Hm.
Diese Erfahrungen haben sie schon, das ist doch super. Selber schon mal getradet oder allgemein nur automatisch? Nö. Okay, und wie haben sie das Ganze gemacht, mit dem Handy oder mit dem PC, wenn ich fragen darf? Was denn? Die Aktiv- beziehungsweise die Anmeldung. Achso, das habe ich mal mit dem Computer gemacht. Mit dem Computer. Okay, super. Haben Sie denn den Computer gerade vor sich? Mhm. Ja? Super. Dann würde ich Ihnen einmal bei der Aktivierung helfen. Sie speziell haben Interesse an Kryptowährung, Aktien oder sind Sie da komplett offen? Das ist mir egal. Das ist Ihnen egal. Okay, super. So, dann schaue ich mal nach. Ihre E-Mail ist hochensee24@outlook.com. Mhm. Super. Dann schicke ich Ihnen mal eine E-Mail einmal raus. Müsste gleich dann in Ihr Postfach kommen. Darf ich Sie fragen, wie Sie darauf gekommen sind, auf uns? Über so eine Betrügerwerbung. Über eine Betrügerwerbung? Ja. Ah, und da sind Sie zu uns gekommen? Mhm. Okay, und wie kommt es? Was stand denn in der Betrügerwerbung drin? Ja, dass man da reich werden kann und dass man Millionär wird und so. Ah, das steht bei uns drin? Ja, das war irgendwie hier so Bitops oder wie die Seite da heißt. Mhm. Ah, und da sind Sie auf uns raufgekommen, ja? Ich glaube hier Bitcoin-Code. Ah ja, die ist nicht mehr erreichbar heute. Ist schon abgeschaltet, die Werbeseite. Die Werbeseite ist schon abgeschaltet. Die Werbeseite sagt mir aber auch nichts. Deswegen wundert mich, dass sie von dort zu uns kommen. Kann nämlich gar nicht sein, dass sie sich genau auf unserer Plattform angemeldet haben. Ja, danach habe ich dann nochmal 100 Anmeldungen erstellt, weil da gestern so jemand so schön beleidigt hat. Das ist doch für YouTube immer praktisch. Ach so, sie wurden beleidigt? Ja, von zwei, drei anderen Kollegen, ja. Hm. Aber nicht von uns, das kann nicht sein. Doch, doch. Die haben genau den gleichen Firmennamen gesagt. Die haben genau den gleichen Firmennamen gesagt, Alvexo. Ja, also auch direkt nach meiner Anmeldung direkt auf eurer Plattform. Da sind noch 100 andere Datensätze. Ja, nee, das kann aber nicht sein. Da sie bei mir im Portfolio sind, kann es nicht sein, dass irgendjemand anderes sie angerufen hat. Ja, wie gesagt, ich habe ja noch hunderte andere Datensätze erstellt. Alles mit anderen Rufnummern. Die kommen alle auf dem gleichen Anschluss hier raus. Ach so, die kommen alle auf den gleichen Anschluss? Ja. Hm. Damit ihr mich nicht sperren könnt. Deswegen habe ich das gemacht. Dass wir sie nicht sperren können? Wie kommen sie darauf? Naja, wenn ich da tausende Anmeldungen mache und mich mit den Betrügern für YouTube unterhalten möchte, dann ist ja blöd, wenn ich da gesperrt werde. Aber ich habe ja, macht man sich schnell eine neue IP, einen neuen Namen und eine neue Telefonnummer und schon klingelt's wieder. Achso, das heißt, Sie haben sich da ganz normal 100-mal angemeldet, einfach aus Langeweile oder wie kommt das Ganze? Ja, zu Aufklärungszwecken, genau. Zu Aufklärungszwecken? Mhm. Okay, und war das für eine Aufklärung? Ja, dass man bei euch auf gar keinen Fall Geld investieren sollte. Dass man bei uns gar kein Geld investieren sollte. Richtig. Dann schauen Sie sich genau. mal eventuell richtig unsere Homepage an. Dann können Sie nämlich unsere BaFin, ja, einmal raussuchen. Können auch gerne mal bei der BaFin anrufen. Genau, das haben wir auch schon gemacht. Das haben wir auch schon auf Video. Haben wir schon gemacht. Und die BaFin ermittelt bereits gegen Sie. Ach so, die BaFin ermittelt bereits gegen uns. Richtig. Das ist aber neu für mich. Mhm. Ja. Ja, kann ich Sie mal was fragen? Ja, fragen Sie. Ja, warum gibt es uns denn seit 2014? Tja, das finde ich auch sehr bedauerlich. Ah. Aber da ändern wir auf jeden Fall gerade was dran. Warum arbeitet dein PayPal mit uns? Mhm, genau. Ja, PayPal guckt nicht nach, ob ihr legal seid oder nicht. Ich kann selber einen PayPal-Business-Account anlegen, das ist kein Problem. Achso, und die können keinen Käuferschutz aktivieren, nein? Nee, nicht bei Investitionen, nein. Da kann man keinen Käuferschutz nicht aktivieren. Nicht bei Investitionen, ah. Richtig, und bei Auslandstransaktionen auch nicht. Was, nochmal? Bei Auslandstransaktionen auch nicht. Auslandstransaktionen? Mhm. Hm. Schauen Sie sich vielleicht doch mal genau unsere Seite an, ja, und werden Sie mal ein bisschen schlauer durch das Ganze, ja, und versuchen Sie mal den Unterschied zwischen regulierte Unternehmen und unregulierte Unternehmen. Naja, ihr seid ja nicht mehr reguliert. Außerdem kommt ja noch dazu, dass ihr in den gleichen Betrügerwerbungen drin seid wie alle anderen auch. Ihr habt den Datensatz. Schauen Sie sich, wie gesagt, nochmal das Ganze an, ja, und werden Sie mal ein bisschen schlauer, dann wissen Sie auch, was regulierte Unternehmen. Ja, das, ich wünsche auf jeden Fall das Gleiche, weil da bei dir fehlt dann Intelligenz auf jeden Fall. Ja, das merkt man auf jeden Fall. Ja. Ciao, ciao. Mensch, da haben wir wieder so einen richtig herzallerliebsten Mitarbeiter gehabt, der auf jeden Fall in Streitlaune war und, naja, irgendwie nicht einsieht, dass sein ganzes Unternehmen, irgendwie auf Betrug aufbaut. Es kann natürlich immer mal wieder vorkommen, dass hier auch mal ein seriöses Unternehmen mit reinrutscht. Das ist mir tatsächlich schon aufgefallen. Das Problem ist, Seriosität, naja, das ist halt auch so ein dehnbarer Begriff. Das Problem ist dabei ganz einfach, dass viele seriöse Plattformen mittlerweile auch auf das Pferdchen von Betrügereien aufgesprungen sind. Nicht im Sinne von, die Leute über den Tisch ziehen und kein Geld auszahlen,
Was aber auch oft passiert, aber sehr, sehr viele Unternehmen, tja, bedienen sich an den illegalen Datensammelwebseiten, Datenbanken, um dann daraus eben neue Kunden zu generieren, weil es bei denen wahrscheinlich auch gerade ziemlich schlecht läuft. Ich weiß es nicht, irgendeinen Grund muss es ja immer haben, warum so ein Betrüger letztendlich ja anruft. Ne? Also die Datensätze, die wir hier haben, sind ja einfach nur über so kriminelle Webseiten. Das heißt, ich kenne diese Trading-Seiten nur aus Betrugswerbung. Das heißt, es kann kein seriöses Unternehmen sein, wenn ich über eine Betrügerseite komme. Also tut mir leid, selbst wenn da irgendwo ein bisschen Seriosität hintergesteckt hat, dann haben sie es hiermit verkackt. Ah. Guten Abend, ich heiße Jack und ich rufe Sie von Automatisiert Bitcoin Temp. Wie geht's Ihnen? Mhm. Sie haben ein Handelskonto eröffnet bei uns, ja? Ja, und Sie arbeiten mitten in der Nacht, oder was? Ja, richtig. Aha. Das Geld never schläft. Aha. Ja. Ja. Möchten Sie jetzt Ihr Konto aktivieren? Nee, nicht um die Uhrzeit. Ja, schönen Tag noch. Das war ein Anruf um nach 23 Uhr. Tja, so auch noch nicht gehabt, aber soll wohl vorkommen. Liegt vielleicht einfach auch an der Zeitverschiebung, wenn man von, tja, weiß ich nicht, vielleicht sogar einem anderen Kontinent anruft. Ist mir schleierhaft. Hallo, guten Tag. Mhm. Kari Glauberterbach, ja? Glauberterbach. Hier ist das Hohl. Ich rufe Sie von der Europäischen Haupthandelszentrale. Sie sind da auf unserem Objekt registriert, deswegen rufe ich Sie an. Ich bin Ihre persönliche Kontoberater und jetzt bin ich dabei, hier Ihnen alles zu erklären und danach Ihnen helfe, Ihre Handelskonto bis Ende zu aktivieren. Mhm. Herr Karl, am Anfang, ich habe ein paar Fragen für Sie. Klabauterbach, nicht Herr Karl. Klabauterbach. Bitte? Bitte? Klabauterbach ist mein Name. Ja. Haben Sie schon Erfahrung in diesem Bereich? Oder sind Sie ganz neu bei uns? In welchem Bereich? Nein, nein. Na, welchen Bereich meinen Sie denn? Ah, in Online-Handel. Ach so. Online-Trading. Nee. Okay, kein Problem. Dann werden wir für Sie anfangen, das Konto aktivieren. Sie werden Unterstützung bekommen und damit werden Sie ohne Problem handeln und auch viele Erfahrungen sammeln. Ja? Entzückend. Ah. Jetzt interessiert, Herr Glauberterbach, was ist Ihre Motivation? Warum sind Sie jetzt mit Onlinehandel interessiert? Naja, ich muss bald meinen Job abgeben und ich dachte mir, dann kann ich ja mit irgendwas anderes illegal Geld verdienen. Aha, wunderschön. Jetzt sagen Sie mir bitte, mit welchem Betrag wollen Sie es ausprobieren? Mindestfrage ist 250 Euro bis 1000. Na wissen Sie, ich habe jetzt den Start ordentlich beschissen. Bei mir wären noch so 10 Millionen Euro über. Okay, jetzt mache ich alles logisch für Sie. Ihr Ziel ist Geld verdienen, stimmt? Ja, Hauptsache Asche machen. Wenn Sie wollen Geld verdienen, bedeutet das, Sie brauchen immer richtige Entscheidungen zu treffen. Ja, sind Sie eigentlich wollen... geimpft? Bitte? Sind Sie eigentlich geimpft? Hey. Was? Nochmal bitte? Na, ob Sie geimpft sind. Ich habe so viele schöne Spritzen bestellt, haben Sie... Tja, da war unser Betrüger Hirni leider dann schon ganz schnell weg. Die Frage hat ihm wohl nicht gefallen. Und natürlich kleiner Disclaimer, wir machen hier nichts Illegales. Für den Fall, dass irgendjemand dachte, dass hier wirklich was Illegales im Hintergrund läuft, nein, tut's nicht. Ja, hallo, mit wem spreche ich da bitte? Wenn Sie wollen Geld verdienen, bedeutet das, Sie brauchen immer richtige Entscheidungen zu treffen. Ja, aber warum haben Sie aufgelegt? Hallo, ich habe gesprochen. Ich habe gefragt, was? Können Sie mal antworten auf meine Frage, die ich gefragt habe? Ich habe doch 8 Milliarden Spritzen bestellt. Haben Sie sich... Hier haben wir tatsächlich nochmal die gleiche Blitzbirne am Telefon gehabt. Tja, und dann war er ganz schnell wieder weg, weil er wohl gemerkt hat, dass er bei mir nochmal angerufen hat. Machen wir mal weiter mit dem nächsten, tollen Callcenter-Mitarbeiter. Ich bin Anna Weber, spreche gerade mit der Herr Schimmeldöner. Ja. Okay, ich begrüße Sie, mein Herr. Ich rufe Sie heute an, aufgrund einer Nachforschung, was Sie zuletzt gemacht haben über Online-Handel. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie daran erinnern? Nee, gar nicht. So?
Ja, und die war dann auch auf einmal ganz schnell wieder weg. Keine Ahnung, was mit der los war und warum die keine Lust hatte, mit uns zu sprechen, aber sie hatte wohl dem Anschein nach wirklich keine Lust und direkt gleich wieder aufgelegt. Machen wir mal weiter mit dem nächsten tollen Betrüger am Telefon. Hallo, ich spreche mit Gandal. Ja? Hallo, Herr Gandal, ich bin Christina, ich rufe Sie vom Bitcoin Convert. Wir sind eine Online-Handelsunternehmen. Sie haben bei uns Ihre Daten mitgeteilt und Sie möchten Handelskonto aktivieren, ja? Ach so, ja, will ich das? Okay, sehr schön. So, ich bin Ihre Handelskontomanagerin und ich kann Ihnen helfen mit Konto aktivieren. Ja. So, zuerst muss ich einige Informationen über Sie überprüfen, weil wir sind eine Unternehmen reguliert über die Europäische Union. Wir arbeiten bei Ihnen Regeln, ja? So, Herr Gandalf, können Sie mir bitte sagen, wie alt sind Sie? Nee. Warum? Geht Sie doch gar nichts an. Ich muss es wissen. Ach so? Nein, ich wissen Sie das nicht? Nö. Wir müssen es nicht wissen, ja? Ich kann Ihnen fragen und wenn Sie es wollen, Sie können mir antworten. Weil für die Kontoaktivation, für die ich muss Ihr Konto akzeptieren und deshalb muss ich einige Informationen über Sie überprüfen. Sind Sie Bürger von Deutschland? Na, und wie können Sie das überprüfen? Wo haben Sie denn da Anschluss dran, dass Sie das überprüfen können? Nein, ich kann nicht überprüfen, weil ich habe keine Daten für Sie. Ich habe nur Ihren Namen, Nachname. Da sehen Sie, denn Sie gerade haben Sie gesagt, Sie wollen das überprüfen. Aber wie können Sie das denn überprüfen, wenn Sie nirgendwo einen Anschluss dazu haben? Mit Sie, Herr Gandalf. Aha. Aber das ist ja dann nicht überprüfen. Dann fragen, ja. Okay, tschüss. Ja, Betrüger. Einfach nur noch der blanke Wahnsinn. Tja, die wollen was überprüfen, rufen an mit fadenscheinigen Ausreden und, naja, nicht wahr werdenden Informationen und, naja, sind dann ganz schnell wieder weg, sobald man das Ganze widerlegen kann. Hallo, guten Tag, ich grüße Sie. Elsa Birgit hier, ich melde mich von Handelsplattform. Sie sind bei uns als Kunde registriert, wissen Sie das, ja, vor einiger Zeit? Nö, keine Ahnung. Bitte? Wie heißt die Seite? Autitec Trading, wo Sie mit Bitcoin, mit Rohstoffen, mit Aktien handeln können und damit Geld verdienen können. Ach so, Sie meinen die illegale Webseite, wo ihr Geld klaut? Nein, das ist nicht die illegale Webseite. Nee? Nein. Okay. Und nun? Und da besitzen Sie Handelskonto, aber es ist noch nicht aktiv. Und damit Sie weiter handeln zu können, Sie sollen es aktivieren. Ah ja, genau. Also wollt ihr 250 Euro klauen, damit ihr euch danach dann aus dem Staub machen könnt. Ah ja. Und wie zu erwarten war, sobald man wahre Worte spricht, haben die Betrüger dann keine Lust mehr auf einen. Tja, so ist es dann halt. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Schnipsel. Hallo? Hallo. Guten Tag, ich grüße Sie. Na, willst du nochmal probieren, mich abzuzocken oder wie jetzt? Peppi? Da war wieder ernsthaft die gleiche Tante dran und, tja, hat's nochmal probiert oder weiß ich nicht, hat gedacht, dass sie jemanden anders anruft. Dabei hat sie für den gleichen Charakter nochmal angerufen. Vielleicht ist sie mit den 1000 Datensätzen irgendwie durcheinander gekommen. Naja, kann ja mal passieren. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, um 13.29 Uhr. Ja, guten Morgen, ich bin hier an... Von wo aus ruften ihr an? Ja, und da haben wir ihn denn schon damit irgendwie außer Gefecht gesetzt, weil er guten Morgen um 13 Uhr sagt. Tja, da sagt man eigentlich nicht mehr guten Morgen. Aber gut, bei so einem Betrüger kann es ja natürlich um 13 Uhr auch mal guten Morgen sein, wenn man aus irgendeiner anderen Zeitzone anruft. Hallöchen. Hallo, guten Tag. Servus. Ja, was möchten Sie denn? Mein Name ist Damien, hoffe, dass ich nicht störe momentan und ich rufe einen von den Traders. Es ist eine finanzielle Institution, was über Krypto angeht. Und auch Indizien, Rohstoffen und Aktien. Von wem möchten Sie sprechen? Wie bitte? Wen möchten Sie denn sprechen? Also, haben Sie schon Erfahrungen mit Trading oder nein? Ich habe gefragt, wen Sie sprechen möchten. Wie? Was? Können Sie Deutsch? Ja, dann antworten Sie doch bitte auf meine Frage, die ich Ihnen jetzt dreimal gestellt habe. Ja, aber ich habe es kaum gehört. Aha, dann jetzt einmal gut aufpassen. Wen möchten Sie denn bitte sprechen? Warum sind Sie so laut? Ja, ruhiger bitte. Ja, aber gerade haben Sie doch gesagt, Sie verstehen nicht richtig. Ruhiger bitte. Könnten Sie jetzt einfach mal die Frage beantworten?
Nicht so laut, ruhiger bitte. Ich glaube, bei Ihnen fehlt irgendwie an Intelligenz. Noch einmal, wen möchten Sie sprechen? Wen? Ja. Ja. Ja, wen möchten Sie sprechen? Wen möchten Sie am Telefon dran haben? Antworten Sie jetzt auf die Frage, sonst lege ich auf. Mit Herr Scherr? Was? Mit Herr Scherr? Den Herrscher, Herr Herrscher. Ja. Ja, ist am Apparat. Also, wie heißen Sie? Ja, Herr Herrscher, nein. Was möchten Sie denn? Ist dein Name Rudolf, oder? Was möchten Sie? Also erstmal haben Sie mich nicht zu duzen. Ich weiß nicht, was Sie jetzt von mir wollen. Also, ich habe ein paar Informationen, die ich mit Ihnen mitteilen möchte über Trading. Haben Sie Interesse oder nein? Nee, an so einer Firma, die nicht mal den Namen vernünftig aussprechen kann, geschweige denn zuhören, möchte ich, glaube ich, nichts zu tun haben. Okay, kein Problem. Ja, unseriöser geht's ja nicht. Was? Bitte? Ich sagte, unseriöser geht es nicht. Okay. Ja. Auf Wiedersehen. Ja, ich hoffe nicht. Tschüss. Ey, Betrüger, du musst den roten Knopf drücken, um aufzulegen. Und dann hat er auch mal verstanden, dass er noch in der Leitung ist und ich ihn die ganze Zeit höre. Schon irgendwie nett. Aber das war hier tatsächlich mal wieder eins von den skurrileren Gesprächen, weil das hat ja wirklich überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Aber naja, der hat sich ja auch von Anfang an gleich wieder selbst verwirren lassen. Genau so muss es sein mit den Betrügern. Ich habe euch noch ein Telefonat mitgebracht. Hallo, guten Tag. Ja. Ich mache mit Herr Karl. Und ich mit der Martha Ritt. Was? Frau Ritt. Nein, Frau Fischer. Ach so, Frau Fischer. Ja, sie hat heute ganz aggressiv war und ich denke, dass momentan sie sind ja so aggressiv, ja? Hä? Ja. Was ist los, Bibi? Was? Ja. Ja? Ja. Ja? Ja. Ja. Genau. Moment, mein Mann will sprechen mit Ihnen. Ach, die Schlampe. Hallo? Ja, hallo, Pippi. Na, wie geht's dir, mein Schnuckelmäuschen? Mit selbst spreche ich. Ja, na, so wie es da steht in eurem Datensatz. Da steht kein nicht. Doch, da steht was drin. Aber wie heißen Sie denn? Ja, Schnecke vorher hat's ja gerade gesagt. Ihr Anruf ist weitergeleitet an der Finanzabteilung. Leider, ich kriege nicht noch Ihre Daten. Oh, wie schade. Wie heißen Sie denn? Ja. Ja, was? Genau. Genau was? Ja. Genau. Ja. Ja. Prima. Und du? Und du? Wollt ihr noch irgendjemanden grüßen? Nee? Na ja, dann halt nicht. Wollen wir irgendwas singen? Nee, er hatte dann keine Lust mehr, irgendwas mit uns zu singen. Schade. Da hat er das Gespräch dann wohl abgebrochen. Ja, aber wieder Wahnsinn, was hier so am Telefon alles wieder los war. Ich hoffe, euch hat's Spaß gemacht und dem einen oder anderen konnte es vielleicht auch weiterhelfen, was da so eigentlich für Leute am Telefon sind und was die genau von euch wollen. Im Grunde genommen wisst ihr ja alle Bescheid, nichts Gutes, die wollen nur eure Kohle. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt gerne den Daumen nach oben. Ihr seht jetzt hier noch eine kleine Auswahl aus der Playlist mit vielen weiteren Videos auf dem Kanal. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.